Ich will das Schwert nicht abgeben. Ich will das nicht abgeben. Das haben die sich gar nicht verdient, ey. Obwohl doch. Okay, die kümmern sich um kranke Kinder und so. Die haben es verdient. Aber ich will es trotzdem behalten. Weißt du, ich kann ja besser damit umgehen, da kann ich sie besser beschützen, weil die brauchen ja. Ne, die brauchen auch keine Hilfe. Ne, die sind zu krass. Ne, ne, ne. Egal wie ich es drehe und wende. Wir müssen das Schwert, glaube ich, abgeben. Hola! Guck mal, was ich für dich habe. Was soll ich denn damit? Leute abstechen, Ritter küren, Essen aus den Snackautomaten im Krankenhaus friemeln. Es schwingt und schnickt. Es kann so viel. Kein Bedarf. Jetzt verschwinde. Warte! Sieh nur, wie mächtig dieses Teil ist. Oh, Scheiße. Das war ein Unfall! Wow, die ist echt stark. Oh ja, die Baut ist stark. Sie hat mein Nuklearschwert atomisiert. Ist es kaputt oder was? Nein! Hey, Floyd, ich brauche was, um diese Mädels zu beeindrucken, damit sie mich mögen. Eine Idee? Das mit dem Schwert hat nicht geklappt? Naja, ich habe es immer noch, also nein. Mein Rat, finde einen Weg in ihre Herzen. Was auf dieser Welt bedeutet ihnen am meisten? Wenn ich das wüsste. Arsch versohlen? Oh mein Gott, die Kinder, Junge, die Kinder. Ist ja gar keine Ahnung von Ladies. Nicht um irgendwas kümmern? Nein. Oh, ernsthaft? Was kann euch verrückte Hühner denn zufriedenstellen? Wenn wir dich nicht mehr sehen müssen. Werd krebskrank, dann lieben sie dich. Leg dich hin. Ich schaff sie dir vom Hals und du kannst schlafen. Ist schon okay, Esperanza. Kann das nicht meine Besuchszeit oder so sein? Hey, sorry, ich wollte dich nicht verunsichern. Es ist nur... Las Catrinas sind irre, Alter. Glaub mir, ich weiß. Sie sind aber cool. Und ich will hier raus. Weiß nicht, ob irgendwer von uns hier rauskommt. Ich meine, du kommst sicher hier raus. Hör mal, kann ich was für dich tun? Ich habe noch nie ein Baseballspiel gesehen. Da verpasst du nichts. Ich könnte Erdnussschalen vor die Füße spucken. Ist im Prinzip das Gleiche. Ich habe noch nie einen Berg bestiegen. Aber du bist auch noch nie von einem Berg runtergefallen. Du bist nicht hier, weil du von einem Berg gefallen bist, oder? Ich habe noch nie ein Rockkonzert gesehen. Was? Das ist doch kein Leben. Jedes Kind braucht Rock'n'Roll. Du willst ein Konzert? Ich besorg dir eins. Was meinst du? Du wirst das Konzert deines Lebens erleben. Ist das dein Ernst? Ich mach keine Scherze über Rock'n'Roll. So geil, dieses Spiel. Krankes Kind Nummer 1 vor allen Dingen. Alter, das ist so übel. Okay, wir brauchen eine Band. Zeit für das Promoter-Outfit. Wendys Lautenspiel ist gar nicht mal so schlecht. Mal sehen, ob sie Lust hat. Möchtest du in unserer Band sein? Mir gefällt dein Outfit. Nee, anscheinend nicht. Die hassen uns alle. Die hassen uns alle. Die Vibers hassen uns. Die Vibers hassen uns doch. Okay. So. Woo! Na gut, dann machen wir das mal für den Kleinen. Der braucht einfach ein bisschen Rock'n'Roll in seinem Leben. So geht es natürlich nicht. Hey, Wendy! Ich habe eine neue Rolle für dich! Keine Rollenspiele mehr. Mir reicht es mit diesem Lahmscheiß. Mir reicht es mit dieser Stadt. Sobald ich das Boot repariert habe, bin ich hier weg. Ich gründe eine Band und brauche Leute, die rocken. Wirklich? Das klingt cool. Weißt du, ich war schon einmal Bassistin in einer Band. Auch wenn du nie aufgestimmt bist. Du bist dabei! Klasse!
freue mich sogar. Ausnahmsweise. Ich würde dich ja umarmen, aber ich kann nicht schwimmen. Kannst du mein Boot in den Hafen ziehen? Ja, wo ist die überhaupt? Mit wem reden wir? Ach, da unten ist sie. Ach so. Overdrive. Stimmt, stimmt. Hatten wir ja auch noch. Tja. Warte mal. Ach. Ach, geil, hier steht ja sogar die Wirksamkeit. Ist mir vorher nie aufgefallen. Geile Sache. So, ja, passt. Alles klar. Das Boot ist zu schwer für nur eine Harpune. Dann musst du zwei Harpunen anbringen. Wow, sag bloß. Ich dachte 35 direkt. Alles klar. Okay, du bewegst dich. Sehr langsam. Das letzte Dock steht frei. Benutzt die Harpunen, um mich an Land zu ziehen. Ja, ob jetzt Gegner kommen? Ich wollte gerade sagen. Oder ab hier, Jungs. Keine Munition mehr. Immer diese Verteidigungsmissionen. Oh Gott, ey. Niemand liebt die, oder? Liebt die jemand? Natürlich. Natürlich. Alter, der geht mir ordentlich dick auf den Sack, du kleiner Penner. Alter. Stirb, du Sau! Da kommen sie. Was für ein Ding? Achso. Jo. Sind dabei. Jetzt springt aber da rüber und jetzt hier aufs Wasser und nicht da. Mann. So. Schnell. Boom. Ah. Ich vermisse mein Superschwert.
Geil, Mann. Die Säurespritze machen das einfach hier alleine. Schön platzieren. Warum bin ich da nicht vorher drauf gekommen? So, Helikopter beschützt mich. Alles klar. Ich einfach mal sowas von keine Munition mehr hab. Ich kann mich nicht aus der Wege rein. So geil, ey. Ich hab einfach keine Munition mehr. Das war dann alles. Also gut, hier hast du deine Bassistin. Wann ist das Konzert? Ich brauche Zeit, um zu üben. Heute Nacht, in meiner Basis im Stadtzentrum. Cool, wir sehen uns dann dort. Ich brauche einen Drummer. Sind das nicht einfach nur Penner mit Freundinnen? Wow. Ich brauche einen Drummer. Ich glaube, Forkim spielt Schlagzeug. Sie hat ein Verdienstabzeichen fürs Schlagzeugspielen an ihrer Schärpe. Nicht, dass ich ihr auf die Brust geschaut hätte oder so. Weißt du, wo sie ist? Ja, sie ist in der Konzerthalle. Ich sag ihr Bescheid, dass du unterwegs bist. Okay. Go, go, go. So, da vorne ist ja schon wieder die Konzerthalle. Nein, hier drauf. Da drauf, perfekt. Sam hat mich mit seinen... Sam meinte, du bräuchtest einen Drummer. Bist du dabei? Klar, aber ich brauche ein Schlagzeug. Dort drüben in dem Truck ist eins. Ich mach das. Oh Mann, da drüben, woher weißt du das? Was erwartet uns jetzt wieder? Ab dein Schlagzeug und ein paar Taiko-Trommeln. Pass auf, da kommt Papa! Nein! Alles okay? Ja, aber jetzt haben wir ein OD-Problem. Momentchen, ich habe eine Idee. Hä? Hey, 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 dann jetzt weiter zur nächsten, ohne den Boden zu berühren. Jetzt den Nahkampf-Slam! Hä, hey, what the was zur Hölle, ey? Verdammt, wenn ich den Boden berühre, verlieren die Trommeln ihren stilvollen Glanz. Ja. Jetzt den Nahkampf-Slam. Okay. Jetzt hab ich's verstanden. Cool, jetzt versteh ich's. Du schlägst nacheinander auf alle Taiko-Trommeln und tötest damit alle ODs auf einmal. Dann komme ich in den Schrank und kann das Schlagzeug holen. Ja, okay, jetzt sei ruhig. Ich muss mich hier konzentrieren. Mein Gott. Okay. Den da unten habe ich noch nicht. Und den hier rechts. Oder? War da einer? Nee, da war ja keiner. Was habe ich denn da gesehen? Der hier, oder? Hatte ich den aktiviert? Jetzt schlag auf die letzte ein. Bär! Ich hole das Schlagzeug und treffe dich in deiner Basis.